Willkommen bei Checkpoint, dem Programm, das alles testet. Renn! 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 Zuerst Waschmaschine transportieren. Wir ziehen gerade um. Dritter Stock, jetzt kommt das Allerschlimmste, die Waschmaschine. Super schwer, super unhandlich und die soll jetzt über die Treppe nach unten. Warte doch kurz, wir machen es gleich zusammen. Es ist besser, glaub mir. Und da stellt man sich ja schon die Frage, geht's nicht vielleicht auch irgendwie anders? Ein bisschen einfacher oder so? Cem, lass es bitte. Und genau das wollen wir heute... Alter! Bist du wahnsinnig? Ach, du Scheiße. Und Skibbi! Also, liebe Leute, diese Waschmaschine muss hier runter, ohne dabei komplett Schrott zu gehen. Was können wir tun? Wie federn wir sie ab? Vielleicht eine Matratze? Matratze, ja. Ja, vielleicht irgendwas Weiches, so Kissen, Decken oder so. Ganz viele Kissen. Gute Idee, guter Ansatz. Aber was gibt's denn noch, was besonders elastisch ist und das gut abfedern könnte? So ein Riesenfußball oder so. Elastisch hätte ich jetzt direkt an Trampolin gedacht. Trampolin! Gute Idee. Und zwar ein richtig großes. Damit die Waschmaschine das Trampolintuch nicht bis auf den Boden drückt, bauen wir noch eine Erhöhung aus Paletten. Ich hab ein bisschen dreht. So. So. Und genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Ist jetzt aber ein bisschen schief, oder? Ja, aber das hat einen Grund. Wenn wir jetzt den Umzugswagen nehmen, den hier vorziehen und die Waschmaschine dann direkt an Ort und Stelle fliegt, dann können wir direkt losfahren, haben Zeit gespart und alles ist super. Ja. Die Waschmaschine soll also vom Trampolin schräg nach vorne auf den Anhänger katapultiert werden. Es ist alles mathematisch zu 100% berechnet. Es kann gar nichts schief gehen. Okay. Verlasst euch auf mich, okay? Okay. Los geht's. So, Lisa, jetzt noch mal ganz im Ernst. Von da oben kannst du es doch sehen, dass das alles genau passt, oder? Also, ich würde jetzt mal so sagen, das funktioniert nicht. Mhm. Mach dich ruhig unbeliebt. Ja, ja. Mhm. Falls das nicht funktioniert, wissen wir jetzt, wer schuld ist. Du, du hast dann falsch genau, geschubst. Genau. Falsch geschubst. So, auf die Plätze. Fertig. Los! Komm jetzt! Pech gehabt. Leider ist die Waschmaschine genau mit einer Ecke auf dem Sprungtuch gelandet. Und so viel Druck auf einem Punkt hat das Tuch leider nicht ausgehalten. Die ist in der Tat kaputt, aber mal so richtig. Ja, die ist voll funktionstüchtig. Ja. Hat nicht sein sollen. Soll heißen, wir kaufen uns eine neue Waschmaschine. Und ein neues Trampolin. Gleich bei Checkpoint. Wer kann besser beschützen? Die Jungs oder die Mädchen? Den Helm an. Wichtig, auch ganz. Boah. Das gibt's doch nicht. Aber erstmal den Fußball vor gefährlichen Hunden retten. Zack, Doppelpass. Oh nein. Oh nein. Nein, nicht ins Bild. Nicht ins Bild. Zack. Hopp. Nein. Oh nein. Oh nein. Siehst du den Ball? Ja, aber ich sehe auch zwei bissige Hundis. Ja, können wir aber schon eigentlich hier, oder? Ich bin Hundeflüsterer. Stopp! Hör mal, bist du wahnsinnig? Sag mal, Kenneth, kannst du nicht lesen, was da steht? Dreimal gleich. Warnung vor dem Hund, was steht hier? Achtung, Hund! Vorsicht, mein Haus, mein Garten, meine Familie. Also Leute, bisschen mehr Respekt vor den Tieren. Ja, wir gucken sowieso nicht auf die Schilder. Schilder sind für Anfänger. Nee, sind's nicht, liebe Leute. Das ist tatsächlich in der Tat blöd. Euer Ball ist da hinten, ne? Ja. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, gibt's vielleicht noch einen anderen Weg, an den Ball zu kommen, ohne über den Zaun zu hüpfen? Und genau das wollen wir heute testen. Also, was können wir machen, um den Ball wiederzuholen? Vielleicht könnten wir, wie diese für Toiletten, wenn die verstopft sind, gibt es ja diese... diese Pömpel. Genau, und das irgendwie an der Angel machen oder so. Geh das mal Schritt für Schritt durch. Also eine Angel, die habe ich. Angel habe ich. Nicht erwartet. Wirklich. So, Nummer 1, Angel. Ja. Dann meinst du diese Pömpel.
Also es geht hier eigentlich um die Saugkraft. Keine Ahnung, so ein kleinen Badezimmer-Saugknopf, also hier, für, den man in der Dusche hat. Genau, ich habe den nicht in der Dusche, aber so ein Handtuchhalter. Genau, so ein Handtuchhalter, genau, ja. Aber wie kommt der Saugnapf auf den Ball? Dabei soll uns dieser japanische Langbogen helfen. Mit einem Pfeil, an dessen Spitze wir den Saugnapf befestigen, schießen wir gleich einfach auf den Ball. Einmal festgesaugt, können wir ihn dann mit der Angel einholen. Dafür müssen wir den Pfeil natürlich noch an der Angelschnur befestigen. Und schon sind wir startklar. Auf und dann Bogen nach vorne. Und jetzt ist er frei. Und jetzt frei. Das heißt, jetzt wird der Faden auf jeden Fall auch gleich schön nachgeben, wenn du ihn abfeuerst. Seid ihr bereit? Nicht an. Der Druck ist groß. Ist alles entsichert? Oh, das war aber gar nicht so schlecht. Einholen. Nein, jetzt ist es richtig dicker. Du hast es aber festgesaugt. Zeig, wie gut du einholen kannst. Du hast es geschafft. Hol ihn ein. Bereit? Ja. Der jetzt ist es. Okay. Vielleicht versuch's mal mit der Hand. Ja! Volltreffer! Es hätte aber eigentlich klappen müssen. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich der Saugknopf. Mhm. Der muss nämlich im 100% richtigen Winkel da drauf landen, sonst wird das nichts. Vielleicht klappt es ja mit Klettband besser. Die eine Seite kleben wir auf den Ball. Das Gegenstück kommt auf den Saugknopf. Also bei mir hält's, dann wird das. Zack! Ja! Ja, passt, hallo? Ja, wunderbar. Oh Gott, das ist ja noch viel schlimmer. Das ist aber auch wirklich schwer, ey. Ready? Ja. Oh, Mann! Wir schaffen das. Komm jetzt. Ja! Ja, stopp! Jetzt vorsichtig einfahren. Warte. Hol ihn rein. Ganz, ganz viel Gefühl jetzt. Bitte. Ganz vorsichtig. Du schaffst das, du schaffst das. Ja, komm, komm. Komm. Wir haben ihn. Zumindest einen von zwei. Das ist so ein Erfolgserlebnis. Funktioniert. Die Frage ist, gibt es vielleicht noch andere Wege, um den Ball zurückzuholen? Staubsauger, mega langes Rohr und dann an die Angel, vorne das Rohr dran, den Schlauch irgendwie verlängern und dann. Warte mal, also du willst einen Staubsauger. Also ich hol mal einen Staubsauger. Warte. Also, holst du einen Staubsauger? Ja, den hol ich. Staubsauger habe ich. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, und dann Attacke. So, und jetzt, genau. Ja. Oh, ja, okay. Perfekt, oder? Nicht schlecht. Dann ist ja die Frage, ob dein Vorschlag von vorhin vielleicht noch mal zum Einsatz kommen könnte. Du hast ja vorhin von so einem Pömpel gesprochen. Ah. Der soll sich gleich mit Hilfe des Staubsaugers an dem Ball festsaugen. Als Halterung für den Schlauch dienen uns ein paar alte Zeltstangen. Ineinander gesteckt kommen wir immerhin auf eine Reichweite von etwa 5 Metern. So, Jungs, ich glaube, die Stange wäre ready. Jetzt noch schnell ein paar Staubsaugerschläuche an der Angel befestigen und es kann losgehen. Okay. Sollen wir es anmachen jetzt? Jetzt komm rüber. Ja, wir probieren es. Wir wollen ja nicht die Hunde hier verschrecken. Okay. Okay, und jetzt vorsichtig. Oh, das wird knapp. Oh, wir können den Hund auch einfach klauen. Ja, ich hab eine Idee. Jetzt mit der Mistgabel, ja genau. Oh, ja, ja. Ja, der Lärm, das kriegen wir hin. Ihr habt verloren, wir haben den Ball. Wir steigern uns, Männer, wir steigern uns. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir jetzt noch einen draufsetzen. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Ball? Der Ball ist drin, glaube ich immer noch. Oder? Ach nee, der ist ja. Oh nein, nein. Das hab ich jetzt völlig vergessen. Ne? Oh nein, jetzt kommt es nicht. Okay. So ein Mist aber auch. Das tut mir leid, Jungs, der ist mir aus der Hand gerutscht. Yeah, der Ball. Ist klar. Okay, soll heißen, wir müssen noch mal ran. Was können wir machen? Vielleicht brauchen wir noch mal einen ganz anderen Ansatz. Ja, vielleicht so ein Netz, was man auswirft. Einen schicken wir vor. Und die anderen beiden müssten aber in der Zeit ablenken. Ach so, genau. Das wäre das Stichwort, Ablenkung. Ja. Also, und weil es deine Idee war, mein Lieber. Ist das dein Ernst? Warum soll ich jetzt da rein? Du gehst jetzt da rein. Wo ist der Ball?
Ja, der ist da drüben. Ja, okay. Also, bist du soweit? Warte auf unser Kommando. Geh komm, du schaffst das. Wirklich? Du schaffst okay, das. Okay, Luft ist frei, Luft ist frei. Da hinten ist der. Oh, Achtung, Leo. Was mag denn so ein Hund überhaupt gar nicht? Katzen. Katzen. Wir schmeißen einfach den Kater von der Nachbarin rein. Ja, Raum, also irgendwie müssen wir eine Katze auftreiben. Und zwar vielleicht so eine hier. Miau! Miau! Ja, meinst du, die fallen da drauf rein? Ich glaube eher weniger. Wieso glaubst du nicht? Mm-mm. Wieso nicht? Ich bin mir nicht sicher. Weil sie nicht echt ist. Ja, und was macht sie zu einer nicht echten Katze? Sie riecht nicht so, sie bewegt sich nicht. Ja, also was die Bewegung betrifft, da kann ich Abhilfe schaffen. Nice. Okay. Du hast mich gerade ein bisschen verunsichert, Kenneth. Weil du meinst, so, ja, es sind Geruch ja verschiedene Dinge. Und sowas, ja, Geruch. Ja. Und mit dem Geruch kann ich jetzt vielleicht nicht aushelfen, aber wie wär's denn damit? Ah. Stimmt, Geräusch ist auch wichtig. Ja, dann tapen wir die auch noch mit dran einfach, genau, oder? Ja, klar. Also, wenn das nicht die ultimative Hundeablenkung wird. Genau, warum? Ja. Okay. So. Und jetzt wollen wir mal sehen. Gib Schubrakete. Perfekt. Das ist doch großartig. Es funktioniert. Ich sage euch, das wird jede Menge Eindruck schinden. Gut gemacht, Henry. Und wir machen es einfach so. Ist gerade eh, ne? Ist leise, ne? Gerade ist ruhig drüben, ja. So, komm, wir lassen das Ding jetzt einfach da. Ab. Mach du dich schon mal bereit? Du gehst rüber, oder? Genau. Aber vorsichtig. Egal, runter damit. Okay, sie finden es schon mal interessant. Und Attacke! Oh. Da! Hast du? Ja, okay, jetzt geh. Dir. Hol ihn dir, schnell. Die sind gerade weg. Leo, schnapp dir den Ball! Komm, ich muss auch hier auf die Gläser aufpassen und die beschützen. Ich bin doch ein ganzer Kerl und ich bin überhaupt ein Junge und deswegen total stark. Obwohl die Mädels, die sind ja auch ziemlich clever und können ihre Geschwister vor groben Dummheiten bewahren. Deswegen stellt sich mir in der Tat die Frage, wer kann denn nun besser beschützen? Die Jungs oder die Mädchen? Stellt euch vor, ihr seid mitten in der Pampa und es geht wirklich ums nackte Überleben, liebe Leute. Was braucht man da unbedingt? Trinken und Essen. Wollte ich auch sagen. Feuer, ein Feuer. Das spendet Licht, das schützt euch vor Kälte, das schützt euch vor wilden Tieren. Und wir müssen das unbedingt beschützen unter jeden Umständen. Jetzt ist es aber dummerweise ja auch so, dass in den Tropen zum Beispiel auch gerne mal ganz übler Regen zugange ist. Oh ja, da geht's schon los. Wenn man vom Teufel spricht. Bei unserem Glück haben wir natürlich Regenzeit. Ja, genau. Ich hab das Gefühl, ich werd nass. Wir sind mitten in der Regenzeit. So, jetzt müsst ihr aber trotzdem unter allen Umständen das Feuer beschützen. Und das tut ihr mit diesen Blättern hier. Wessen Feuer somit am Ende des regenreichen Dschungelparcours stärker brennt, gewinnt das Spiel. Los geht's mit Maya. Auf die Plätze, fertig und los! Darf ich eigentlich die Seite wechseln? Was möchtest du? Die Seite wechseln? Das kannst du von mir aus gerne machen. Darf ich? Solange du das Wasser nicht mit deinem Körper verdrängst. So, das sieht doch bisher schon mal ganz gut für dich, Maya. Und dein Feuer brennt. Das, was es tun soll, tut es. Das sieht gut aus. Oh, hat es das überlebt oder ist es aus? Nein. Ist es aus? Rein. Husten, genau. Versuch's. Wow! Oh, es brennt noch! Das Maya, es brennt das noch! Was? Weiter jetzt, Maya! Das ist ein tropischer Regen! Komm, mein kleines Feuer, du schaffst das! Weiter, stopp! So, es dampft immerhin noch. Guck mal, wir müssen. Puste mal. Also ich würde sagen, da ist nichts mehr zu holen, Maya. Das Feuer ist das aus! Das bedeutet das unser Zeit. Ende? Nein! Auf die Plätze, fertig und los.
Oh, und jetzt geht's wieder los mit dem Regen. Wenn man vom Teufel spricht. Oh, das geht ja ganz schnell. Ja. Uiuiui. Könnt ihr mal Gas geben? Ja, ja, noch ist Cem guter Dinge. Aber die Regenzeit hat für ihn ja noch gar nicht richtig angefangen. Oh, Achtung, pass auf. Nimm's nicht auf deine Schulter. Ich wollte gerade sagen. Du musst jetzt wirklich aufpassen. Das geht schneller, als du denkst. Ja, ein bisschen tun. So, oh, und jetzt pass auf. Strategie ausdenken. So, okay. Brenn, brenn! Und jetzt musst brenn. Du... Brenn! Jetzt... Bau, bau, bau. Komm, 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 komm! Aus. Komm! Das sieht sehr komm. Gut aus. Lass pusten! Wenn es über die komm, Linie komm, ist. Brenn! 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 Das sieht gut aus, mein lieber Cem. Danke dir für den Moment. Ja. Na, jetzt fällt dir mal auf hier. Du bist ziemlich nass, mein lieber Cem. Ja. Maya, kein Tröpfchen. Nee, irgendwie hat sie nicht abbekommen. So. Ja? Ja, wir sollten uns ja nicht davor stellen. Ja. Hat er auch nicht. Hat er nicht gemacht, der ist trotzdem drunter gegangen. Brav hinterm Feuer her. Aber was soll ich sagen? Ich mach's mal kurz und schmerzlos. Es ging um eine entscheidende Sache. Um eine entscheidende Sache. Und wenn man die gemacht hat, dann funktioniert das auch. Und das hat er gemacht, denn er hat die Blätter nicht am Stängel angefasst, sondern mal am Blatt. Ja. Und deswegen hat er es geschafft, der Cem. Diese erste Challenge geht an die Jungs. Wir kommen zu Spiel Nummer 2. Ich erkläre euch die Regeln. Und zwar müsst ihr gleich diese Buddies hier, diese Checkpoint-Buddies, beschützen. Und das tut ihr mit diesem Schutzschild hier. Maya und Cem müssen jeweils 30 Tennisbälle versuchen abzuwehren, um die Checkpoint-Buddies zu beschützen. Und wer am Ende mehr unbeschädigte Ziele hat, gewinnt das Spiel. So, mein lieber Freund, bist du startklar? Ja. Und jetzt geht's gleich los. Wie war's für dich? Bam! Voll locker. Ja, das war anstrengend, ne? Nicht. Richtig anstrengend, ne? Ja. Hättest du nicht gedacht? Ja, der schnelle Wechsel von links nach rechts. Ja, schnell sein könnte also helfen. Vielleicht ja ein Vorteil für Maya. Ah, boah, sind die schnell. Nein! Der hat den hatte ich. Aber das wird nicht reichen. Ja, mach mal. Ah. Ja. Ich habe mir am Anfang noch ein bisschen überlegt, wie ich das Schild am besten halte, dass das vielleicht eine gute Taktik sein könnte. Am Ende kamen die Bälle so schnell, da war jede Taktik verworfen. Ja, die Latte! Ja. Oh nein! Ja! Und das war's! Oh, wow! Oh! Maya. Also, so gut habe ich auf meine Buddies nicht aufgepasst. Ach, das liebe ich immer besonders, wenn ich merke, dass ich euch so richtig überrasche. Ihr seid also in beiden Fällen jetzt wirklich, habt ihr nicht damit gerechnet, dass die Dinger so abgehen? Nein, auch gar nicht. Nein, nein, nein. Das ist schon schwer einzuschätzen, wirklich, wann die kommen. Genau. Aber unterm Strich habt ihr beide ziemlich viele Bälle abgewehrt. Und es war eine sauknappe Geschichte. Oh, nee. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Spiel Nummer 2. Gewonnen hat... Der Cem! Ja! Dem Cem, ja, das ist der Cem, ihm ist es tatsächlich gelungen, 5 Schilder zu beschützen. Die waren vollständig unversehrt und bei dir waren es leider nur 4. Oh. Jetzt kommt das entscheidende 3. Spiel und jetzt, Maya, sei nicht traurig, was soll ich dir sagen? Gib Gas, mach ihn fertig!
So, Maya, jetzt treiben wir das Ganze auf die Spitze und jetzt wird's gefährlich. Deswegen hör jetzt ganz genau zu, was ich dir jetzt sage. Deine Aufgabe im dritten Spiel besteht darin, diese vier Kumpels von dir zu beschützen. Und zwar so gut es geht, vor der Detonation, die gleich kommt. Das hier ist Sprengstoff. Boah. Das ist eine Bombe, die nachher explodieren wird. Oha. Ungeschützt richtet die Explosion so einigen Schaden an den Figuren an. Und zwar hast du gleich 1:45 Zeit, diese vier Kumpels so gut wie möglich zu schützen mit den Dingen, die hier rumliegen. Was du damit machst, ist dir überlassen. Mhm. Sobald die Zeit um ist, kommst du sofort mit mir hinter die Schutzwand. Dann haben wir noch ungefähr 15 Sekunden Zeit und dann geht's los und dann macht's boom. Auf mein Kommando geht's los. Auf die Plätze, fertig und los. 1:45, gib Gas. Je unversehrter die das Ganze überstehen, desto besser für dich, denn das ist das Entscheidende. Los. Denk nach, drittes Spiel. Was kannst du machen, um sie so gut es geht zu beschützen? Ich hatte keine richtige Strategie. Ich hatte einfach nur die Plätze gesehen, verteilen, am besten so schnell wie möglich und von der Verteilung, dass du jeden wenigstens einigermaßen schützt, jede Puppe. Ich dachte dann aber 1:45, das ist viel zu kurz für irgendeine Strategie und habe das einfach nur alles über den Haufen geworfen und einfach irgendwie alles gestapelt. Denk dran, letztes Spiel, schaffst du. Sekunden sind um. Dürfen die verrücken? Nein, bleiben da, wo sie sind. So, komm, alles, was geht. Das musst du gewinnen, Maya. Komm jetzt. Wie lange noch? Du hast noch 20 Sekunden Zeit. Ich rette euch. So, Maya, jetzt sind es noch 15 Sekunden. Ich weiß gar nicht, was das bringt, wenn ich die da oben drauf tue. Am Ende fliegt das eh noch alles weg und die Kartons hauen mir die Dinger um. Egal. Und jetzt wird's heiß. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, und los geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1. So, und jetzt stopp. Alles liegen lassen. Komm jetzt. Zack, 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 zack. Den Helm an. Wichtig, auch ganz wichtig, die Ohrenschützer. Los. Ja. Zack, komm. Noch 10 Sekunden, dann geht's los hier. Zieh sie auf, mit Ohrenschützer, bitte. Und Ohrenschützer. Muss schnell gehen. 15 Sekunden haben wir. Boah. So. Oh, ich hab echt Angst. Oh, 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 oh. Aber meine Bunny steht noch! Ja! Boah, hat er alles gehalten. Boah, ja, guck dir das mal an. Habe ich die nicht gut ja, okay, der eine, dem fehlen ein bisschen die Klamotten. Aber sonst alles gut. Ja, ja, fehlen ein bisschen die Klamotten ist so leicht untertrieben. Drei von Mayas Kumpels haben deutliche Brandspuren. Entschieden ist das Spiel aber noch lange nicht. Erst muss Cem noch ran. So. Das gibt's doch nicht. Ich hab's doch gerade schon mal erlebt. Und trotzdem erschrecke ich mich jedes Mal so unglaublich. Komm hin. Oh. Das dritte und letzte Spiel, Jungs gegen Mädchen, wer kann besser beschützen, geht an. Euch beide, beziehungsweise keine von beiden. Alle haben sie überlebt. Na, Fakt ist, es war jetzt Zufall. Aber voll beschützt. Nee, gut beschützt habt ihr nicht, weil drei eurer Kumpels waren jeweils schwer verletzt. Ja? Denn letztendlich hat Cems Schutzwall auch nicht besser funktioniert als der von Maya. Fakt ist, in beiden Fällen hat einer das Ganze gut überstanden. Und damit gibt's für jeden ein Pünktchen und bedeutet einen Endstand von 3:1 für die Jungs. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Cem. Da kommt aber noch ein Trommelwirbel. Und damit wäre ganz eindeutig bewiesen, besser beschützen können in der Tat die Jungs.